Merke ihm zuerst mal dein 1-0. Beschreib mal das Goal für die, die nicht da sind. Das war ein super langer Ball vom Živko, vom Goalie. Der Philipp nimmt sie gut an. Gegen 2-3 Spieler war er und schickt sie mir perfekt in die Tiefe. Und der Rest ist individuelle Klasse. Ja, ist irgendwie das Einzige, was ich machen konnte. Und schön ist er rein. Aber eben, ist auch nur ein Goal, zählt auch nur eins. Dominik, was hat der FC Wil heute besser gemacht als der FC Aarau? Ich glaube, wir sind von Anfang an bereit gewesen. Wir sind mehr gelaufen als der Gegner. Wir haben zwei Kämpfe angenommen von Anfang an. Das war unser Matchplan gewesen. Wir haben sie nicht ins Spiel kommen. Das haben wir ihnen in den ersten Minuten gerade gezeigt. Und so haben wir dann das Spiel probiert durchzuziehen. In der zweiten Halbzeit, in den ersten 15 Minuten, haben wir ein bisschen Mühe gehabt. Nachher haben wir uns wieder gefangen. Und nachher das 2-0 war, glaube ich, der Knickbruch für Aarau. Merkim, FC Wil auf Platz 2 vor GC. Für dich als 6 GC-Spieler, besonders schön. Ja, ist sicher schön, aber eben, die Saison geht noch lang und wir müssen schauen, dass wir jetzt oben bleiben und jetzt jedes Training wieder Vollgas geben und das nächste Spiel dann analysieren. Und das Spiel ist jetzt Geschichte und jetzt müssen wir vorher schauen. Dominik, ein Drittel von der Saison ist durch, Wil auf Platz 2. Der Platz jetzt im Visier behalten, oder was ist das Ziel für den Weiterverlauf der Saison? Ja, ich glaube, dass wir schon die Ansprüche haben und die Qualität haben, dass wir hier oben bleiben können. Aber wie gesagt, wir sind eine junge Mannschaft, wir müssen noch vieles lernen. Und dass wir jetzt da oben bleiben, das müssen wir zuerst beweisen, jetzt Spiel für Spiel nehmen und dann schauen wir, wie es kommt.